Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum deutschen Pokal. Also das heißt ja hier noch irgendwie deutscher Pokal nur. Und Werder Bremen ist unser Finalist. Und wie sich von jemandem auch gewünscht, ich will es mal hier versuchen, wie es ist, mit Facecam. Ich muss mal gucken, ich habe die jetzt auf meinem zweiten kleinen Monitor mal gestellt. Das sieht man jetzt hier mich so ein bisschen hantieren, so hier mit meinem Xbox 360 Controller, ja, und dem Mr. Yo Soccer Shirt habe ich mir letztes Jahr 2013 extra für die Gamescom geholt und es hat ja richtig gut eingeschlagen, ja. So, jetzt geht's aber nicht wegen mir und meinem Face oder so, es geht jetzt einfach um unsere Mannschaft. So, wir haben noch eine Mail hier irgendwie. Ach so, ja gut, okay, das können wir wegmachen. Oh, wir kriegen, Alter. Turnierpreisgeld, ja, ist eine schöne Frage. Also 13 Millionen. 13 Millionen, wofür haben wir jetzt 13 Millionen bekommen? Ich denke mal, weil wir die Meisterschaft gebracht haben, ne? Also, ja, Pikachu. So. Da machen wir mal einen weiter. Und da haben wir es auch schon, da geht es auch schon drauf zu. Da haben wir noch eine kurze Nachricht. Pressekonferenz, ja. Spieler von uns vielleicht. Müssen wir da vielleicht irgendjemanden... die sehen ja alle nicht so toll aus. Dann machen wir mal lieber hier unseren ganzen Dings. Loben. Loben. Preise den Herren, lobe die Spieler. Ja, so hieß es doch, glaube ich. Oh, oh. Das ist auch zum Beispiel so. Heute ist eure letzte Möglichkeit, Mannschaft senden. Ich war da schon drinne gewesen. Ja, und habe auf Start gedrückt, Mannschaft senden. Und er war gut gewesen. Also, ich weiß nicht, was da jetzt noch kommen sollte. Also, deutscher Pokal, Vorschau aus Finale. Gucken wir mal. Hier, ja. Ne? Geht hier. Keine Neuigkeiten für Fans von Galatasaray. SK bezüglich Muslera. Okay. Ein Mann für die Zukunft. George Green bei Everton. Keine Neuigkeiten für Fans von Ribery bei Everton. Tja, was da wohl losgeht, ne? Ey, was ich noch sagen wollte, ich war ja wohl übelst überrascht über die News, wie ich die auf Bild auf einmal gelesen habe. Was ist denn los? BVB fragt wirklich nach wegen einem Wechsel, einem Tausch oder so. Gündogan nach Real Madrid und Benzema in die Bundesliga? Ja, holla, was für ein Tier. Also, der wäre auf jeden Fall ein Top-Kandidat, für den Ersatz als Lewandowski, also und das Lustige ist, ich glaube sogar hier bei uns, ich guck mal noch mal ganz kurz, da ist der sogar hier in die Bundesliga, ist der glaube ich sogar nach Dortmund gegangen, ohne Scheiß jetzt, ich glaube der ist jetzt hier nach Dortmund, tja, Alter, macht FIFA, sagt FIFA schon, was ihr machen sollt? Also, mal ganz ehrlich. Und der ist erst 26. Ich dachte, der Karim wäre echt älter gewesen. Also, ich habe den so 28, 29 schon geschätzt. Also, knapp an der 30 oder so habe ich den geschätzt. Ja, hier ist er schon. Und ich weiß gar nicht, ist Lewandowski eigentlich noch da? Ich guck mal ganz kurz. Ist der Lewandowski? Ja, der Robert ist noch da. Der Robert ist noch da. Und Gündogan auch. Naja, auf jeden Fall fand ich das ein bisschen irrwitzig. Ja, so, für Nationalspieler abgestellt. Vom 18. Juli bis zum... Ach so, ja, ja, das wissen wir, das wissen wir. So, wie wollen wir denn eigentlich jetzt gegen Werder vorgehen? Also, ich fand das eigentlich mit der Mannschaft jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, die wir jetzt schon hatten. Und von daher würde ich einfach so schon mal reingehen. Ja, Bakali und Mukta und so können wir ja nachher nochmal wechseln gegen vielleicht entweder Rudnes oder Gnabry, ja, und Hakan haben wir ja nachher auch noch, der vielleicht Mukta auswechseln könnte, und dann haben wir hier Yunusay, der vielleicht auch noch im rechten Mittelfeld oder so, also wir sind da echt gut ausgestattet und die gehen alle top hoch, ja, guckt euch das an, also echt wunderbar und die 4-4-2-Formation richtig top. Bevor wir jetzt anfangen, habe ich jetzt noch eine kleine Bitte. Ich werde jetzt hier in die Kommentare einen Link posten,
ja, der euch ein Video zeigt zu dem aktuellsten, ja, so ein Morning Way Patch ist das. Da bringt einer die dritte Liga wieder mit rein. Das ist jetzt aber nicht eigentlich das, worauf ich hinaus will. Er bringt zum Beispiel auch die richtigen Champions League Aufstellung, wer wirklich bei der Champions League mit dabei ist, Europacup wird richtig gezeigt, und einen richtigen DFB-Pokal gibt's. Man kann den Supercup spielen, ja? Also alle, die so in FIFA nicht implementiert sind, die kommen dann mit diesem Modding Way Patch, ja? Und das sieht auch richtig geil aus. Und man kann dann zum Beispiel auch das so machen, dass, wenn wir unsere Bundesligaspiele machen, dass dann auch wirklich Sky Bundesliga überall so kommt, ja, und wenn wir zum Beispiel auch Champions League spielen, dass zum Beispiel auch die Champions League Hymne kommt und die ganzen Champions League Scoreboards und hast du nicht gesehen. So, das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man den Morning Way Patch ja natürlich rauf macht, kann man seine Online-Variante nicht mehr spielen. Also man muss sich zwei Kopien von den Ordnern machen und dann immer hin und her wechseln. Das wäre jetzt für mich auch nicht wirklich das Problem oder so. Nur die Frage ist natürlich, seid ihr überhaupt gewählt, sowas vielleicht zu nehmen? Das Ding wäre, wir stehen gerade am Ende der ersten Saison und ich würde euch jetzt nur einfach gern fragen, ja? Wollen wir in der zweiten Saison gerne mal mit Hamburg in diesem Modding Way, in diesem neuen Patch, nennen wir es jetzt mal, oder Modifikation in diesem Mod, wollen wir da mal mit dem Hamburger Sportverein anfangen? Oder sagt ihr, nee, lass mal so wie es ist, das reicht mir alles, ja, und wir machen jetzt die zweite Saison ganz normal in FIFA mit, ja? Mir ist es persönlich total lax, ja, ich würde ganz gerne auch den Patch ausnehmen, aber wenn ich den natürlich nicht nutzen muss, habe ich natürlich weniger Arbeit oder so. Aber ich würde das gerne mal mit euch absprechen, würde da natürlich, gehe da natürlich auf eure Wünsche ein, ja. Und wie gesagt, ich poste den Link hier unten in die Beschreibung. Dorten, wisst ihr, in der Videobeschreibung. Und könnt ihr euch das ja selbst mal angucken, ja. Ist ja auch ein bisschen so, dass er erklärt, wer alles dazukommt und. Ja, und vielleicht habt ihr dann ja irgendwie noch ein paar Wünsche oder so. Und das könnt ihr dann alles in diesem Video mal reinschreiben, ja. So. Und ich glaube, ich habe jetzt auch genug gesabbelt, ja. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Bleiben wir so? Oder gehen wir so? Ne, wir sind ja auswärts. Also gehen wir mal so. So, deutscher Pokal, klar, wird im Olympiastadion ausgeführt. Es ist heute alles klar. 20 Uhr bedeutet, uns stört da keine Sonne. Und das ist doch top. Hey, dieses Kopfballturnier habe ich bis jetzt immer nicht richtig gut geschafft. Vielleicht komme ich ja jetzt mal. Ach, leck mich doch am Arsch. Heieieiei. Oh. Und da haben wir es. Nö. Nein. Aber herzlich willkommen hier zum Topspiel. Es ist das Finale im deutschen Pokal und wenn wir den schon holen in der ersten Saison, Leute, dann haben wir schon den Double, ja, den Double. Nicht den Double Cheeseburger, nein, sondern den Double Pokal geholt. Wir haben den Meister, wir haben die Meisterschale und wir haben den DFB-Pokal. Und hier ist ja noch ein deutscher Pokal oder so. Aber es ist ja halt der DFB-Pokal. Und ich bin der Meinung, das haben wir schon für die erste Saison richtig top gemacht. Und da nochmal ein großes Dank natürlich an euch. Oh, hier haben schon drei Jungs eine gelbe Karte. Gehen schon mal in heiße Phase in diesem Spiel rein. Ja. So. Und Faden verloren. Faden verloren. Auf jeden Fall. Oh, Jirek ist der Einzige. Okay. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, haben wir viel Potenzial. Und ich würde auch ganz gerne, dass ihr in die Kommentare mal reinschreiben tut, was ihr euch so für die zweite Saison wünschen tut, ja? Was sind unsere Ziele? Wo wollen wir hin? Ja? Und wie wollen wir dieses Spiel jetzt hier mal meistern? Und wir sagen erstmal, wir lassen erstmal Bremen in die Mitte von uns kommen. Ja, komm mal hier, komm mal hier. So. Schnelles Passspiel. Lass sogar. Nee. Ja, Ilisevic.
Boah! Habt ihr jetzt gesehen, ey? Das wäre ja wohl... Das war ja wohl eben gerade ganz knapp, ja? Ach, uns sind zu weit vorgelegt. So, Pedersen. Ja, ja, da wurden wir gefoult. Nein! Ja, die Eltern von Bernd. Bernd das Brot. Was ist denn jetzt hier los? Ach, jetzt hör doch mal auf, ey. Das gibt doch nicht. So. Schöner Kopfball. Ja. Ja. Prödel. Aber Prödel. Meister Prödel. Nein! Nein! Ah, oh, verdammte Axt, ey. Nein! Nein! Oh! Bam, Alter, das wäre ja wohl, ne? Das wäre ja wohl eben gerade voll der Hammer gewesen. Was war denn da los gewesen, ey? Das ist doch wohl hier wieder Spannung pur im Olympiastadion. Ey, was war das hier gewesen? Nee, 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 Abstoß, Abstoß jetzt. Nach vorne, go, go, go. Girald, bleib dran. Ja, was war da jetzt gewesen? Ah, das ist doch, ah, Witz ist das doch. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Hey! So. Alla Zucker! Ja! Mokta! Wow! Tor! Tor für den Hamburger Sportverein! 1:0! Ja! Harry Mokta! Verdammte Scheiße, hier schön gemacht und dann wieder hinköpfe! Wow! Scheiß die Wand an! Wunderbar! Keine Chance für den Torwart. Er ist ja einfach dazwischen gekommen. Zwischen den beiden Dings. Das ist ja, das ist phänomenal ist das. Das geht hier richtig gut los. Ja, geht doch. So. Ah, Militz hat das Ding, ja. Ich glaube aber, das ist doch gar nicht der, ist das der Stammtorhüter hier von, hallo? Hey, du Mongo! Oh Gott, ey, jetzt fange ich hier schon mit Mong. Ach komm, nichts gemacht, ey, komm, Alter! Ganz cool, ey, oh, gelbe Karte, Alter, gegen Jansen, Junge. So, was geht hier? What the shit, Alter? What the shit? Ich hab nichts. Komm. Geh nach Hause. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Alter. Mann. Komm hier. Ball hier. Ja. Okay. Oh. Na, was gibt's da jetzt? Was? So. Mukta. Oh, je. Wer der immer noch in der Bedrängnis müssen zurückspielen. Na, Elia da. Vielleicht holen wir uns auch mal Elia. Was haltet ihr eigentlich davon?
Den habe ich mir jetzt ganz frisch von Dings, wollte ich schon sagen. Den habe ich mir na, sag doch mal schnell, im Dings geholt. In im Ultimate Team, meine Güte nochmal, kam ich eben gerade nicht drauf. Mino. Yep. Elisevic. Wieso braucht er immer so übelst lange, um den Ball anzunehmen? Ja, also die brauchen immer übelst lange, bis sie den Ball richtig angenommen haben. Aber ey! Wir führen mit 0:1 im Finale. Wow, ich bin schon crazy by heart, Alter. Crazy by heart hier die eine Chance, die große Chance hier für Werder gewesen. Die war ja nun nicht gerade so doll. Aber wir sind gut. Wir sind gut, auch wenn wir weniger Ballbesitz haben, haben wir mehr Schüsse aufs Tor gemacht, auch wenn wir hier nur von einem reden. Und schon zwei gelbe Karten. Zwei gelbe Karten. Oh mein Gott, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit jetzt wird. Da ist Elia, den ich euch ja gesagt habe. Ah! Ah. Müssen bloß aufpassen. Giraik darf sich nichts Großartiges mehr leisten. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt, ey? Ihr kleinen Spackos, Alter. Ho, 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 ho. Dies war schon nicht ungefährlich. Schön gemacht. Nochmal in die Innenseite und dann kam Adler nochmal ran. Nein! Nein, ich habe Y gedrückt! Ja! Oh mein Gott! Mein größter Fehler! Und Elia nimmt uns da den Ball ab. Nee, war abseits gewesen. Ja, ich wollte doch zurück, ey. Wieso ist denn da weitergelaufen? Ja? So, die erste Auswechslung hier. Ruhigchen. Ich glaube, Magyadi ist gegangen. Das immer hasse, Alter. Geh mal weg hier. Ach so, okay. Der war schon aus gewesen. Ah, den hat er denn doch noch gekriegt. So, jetzt. Was macht ihr, Alter? Wollt ihr mich verarschen oder was, Alter? Das gibt's doch wohl nicht. Das war so eine blendende Aktion. Hey, was war das schon wieder, Alter? Kann doch nicht sein, Alter. Alter, wieso rennt der denn nicht, Junge?
Oh, Alter. Ja, genau. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich weiß, wo dein Auto steht, Alter. Meine Güte, nochmal! Nach vorne, ihr Kloster, Jungs, Alter. Ach komm, jetzt hör doch auf, Mensch! Da kriegst du mich doch auf! So, Werder wechselt auch nochmal aus. Wir werden jetzt auch gleich mal hier ein bisschen, ne? Wie sagt man Kumpel immer? Xbox! Auswechseln! So, Di Santo kommt für Pedersen. Also die planen hier definitiv noch, jemanden weiter nach vorne zu bringen. Wir müssen leider Mukta auswechseln. Und ich würde gerne Dings machen. So, was machen wir denn sonst? Sonst ist, müssen wir Bajel mal auswechseln, Bajeli. Weil das geht jetzt hier gar nicht, Alter. Wir können uns jetzt das auf jeden Fall nicht leisten, hier zu viele Leute hier mit gelben Karten zu haben. Achso, jetzt ist die Auswechslung noch gar nicht durch, okay. Oh Mann. Hallo? Das war ja nix. Das hätte meine Oma noch besser machen können. Das steht fest. Das hätte meine Oma noch viel besser machen können. So, ja, er geht. Mukta geht und Bakali geht und Bajeli, Hakan und irgendeiner kommt noch. Nein! Ich hasse das, wenn das nie so hinhaut, wie ich das will, Alter. Gemacht. Was waren jetzt? Ey, was war jetzt? So, jetzt hier auch die letzte Auswechslung. Ikichi kommt. Ja? Noch ein Mittelfeldspieler. Ein offensiver Mittelfeldspieler. Er sollte jetzt so eigentlich auch nicht funktionieren. Ja. Ah, komm schon. Ach. Verdammte Axt, Junge. Das war, glaube ich, abseits gewesen. Ach, hör doch auf, das sollte er doch gar nicht hin, ey. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Da hält der mich fest und dann macht der Blödmann natürlich wieder nichts. Von Schiedsrichter, ne? So ein asozialer Penner, Alter. Entschuldigung. Das musste ja mal sein. So. Das war Hand! Das war eindeutiges Handgespiele, Alter. Wie kriegst du noch? Ach, normal, Alter, Junge. Aua! Hab ich mir noch wehgetan, Alter. 90. Minute, ich will nicht in der Verlängerung. Ich will keine Verlängerung. Oh, ich glaub es nicht. FIFA, echt, du bist so be... Ey, wer hat das produziert, Alter, Mann? Die pfeifen ständig im falschen Moment, Junge. Ja? Bekloppt wirst du da. Bekloppt. Echt so? Oh, doch noch Verlängerung. Meine Güte nochmal. Also, Diekmeier ist schon noch außer Puste, ey. Aber wir haben unser Kontingent schon aufgebraucht, ne? Wir haben unser Kontingent schon aufgebraucht. Och, nö. Dann gehen wir mal in Konterspiel. So.
Versuchen wir es mal so. Oh, kann sich auf einmal auch keiner mehr durchsetzen. Ey, was ist denn das hier für eine Scheißabgabe, Alter Junge? Ich drück schon Abgabe und er drückt trotzdem nicht. Er macht sie nicht, er macht sie nicht. Er macht sie einfach nicht, Alter. Oh mein Gott, Alter. Es ist, es sind doch Schweinepriester, oder? Ja, Ecke, Ecke. Ecke, er hat noch berührt. Er hat sie noch berührt. Was? No! Oh, Alter, das gibt's doch wohl nicht. Was? Ey, was geht, Alter, in diesem geknackten Idioten, Alter, Junge? Das kann nicht wahr sein. Boah. Ah, schön gemacht, Jansen. Auch wenn jetzt hier irgendwie zum Ecke noch gemacht wurde, aber. Wenn meine irgendwie hinfallen. Oh, Alter, das kann nicht wahr sein, Junge. Oh nein, nein! Ich sehe schon scheiß Elfmeter, ich sehe schon Elfmeter. Oh mein Gott! Es ist ja, es ist richtig zum Haare rausfransen. Ja. Ich will kein Elfmeter, ich will kein Elfmeter, Alter. Ach, da war doch jetzt nichts gewesen, Alter. So ein Drecks. Pipifax, Alter. Nein, das gibt's doch nicht, Alter Junge! Ey, das ist doch hier! Ja, natürlich, wo haben die denn jetzt bitteschön noch die Kraft her, Alter? Ja, los sogar! Alter, das ist doch unmöglich, Junge. Boah, ich krieg einen Krampf hier in der Bücke, Alter, Junge. Ich will keinen verdammten Scheiß Elfmeter, Alter, Junge. Nein! Kein Elfmeter! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Nicht! Ich will nicht! Mit anderen Scheiße! Oh mein Gott!
Scheiße. Leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist so kotzen. Ich will nicht. Und jetzt muss ich auch noch den ersten halten. Wo schießt der hin? Wo schießt der hin? Nein, nein, er verwandelt den Aaron Hunt. Und ich muss jetzt mit Lasoga retten, Alter. Ja, auch dahin. 1-1. Forgetten hier. Garcia, oder wie er heißt. Komm her hier. Oh, in der Mitte, Alter. Ja, nicht gut, aber er ist drinne. So, Di Santo. Ey, genau in die Mitte, Alter. Ich glaub's ja wohl nicht. Pass mal auf, wenn ich jetzt in die Mitte spielen würde, ja? What? Was war das? Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Er hat ihn versetzt. Er hat ihn gesetzt, Alter. Oh, hier, das vibriert. So, den muss ich jetzt halten. Ich muss ihn jetzt halten. Jungs, wo soll ich hinspielen? Ich glaube, das ist Eli. Eli. Ja, Elia. Die verhauen ja. So, wenn ich mich nicht alle sehe, ist dies das jetzt Ilisevic. Ne, Jansen ist das. Ja. Drinne ist drinne, ja. Da musst du nichts Großartiges bringen und jetzt hier Gebre Selassie. So, wo schießt der hin? Scheiße. War schon die richtige Ecke, ja? Ganz heißes Ding, ganz heißes Ding hier. Schön versetzt. Schön hergesetzt. So. Barpflege. So, Barpflege. Scheiße, es war auch schon wieder die richtige Ecke. So. Jetzt ist das Dijoux. Nee, das ist Gnabry. Ja! Wow! Scheiße! Alter, das war knapp. So, Ignovivic. Ja! Gehalten! Gehalten! Ja! Oh, jetzt Dickmeier ist das, glaube ich. Oh mein Gott. Oh, glaube ich, ich fress gleich hier. Das ist, glaube ich, Dickmeier, ne? Ist Dickmeier. Ja! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Im Elfmeterschießen! Ja! Ja! Liebe Soccer-Freunde! Gott! Ich brauch es mal! Es war doof! Oh mein Gott! Scheiße! Wie knapp war das! Was für ein... Das war ein super Ding, ja? Wie spannend bis hier auf die letzte Sekunde und... Alter Schwede. Oh, den brauchst du drin. Wahnsinn. Mit den Worten bin ich raus. Tschüssikowski. Haut rein. Bis zum nächsten Mal in der zweiten Saison.